Hallo und herzlich willkommen am 20.05.2020. Ich habe heute nicht viel zu erzählen. Es war ein ganz normaler Tag, es war keine Assistentin da. Und ich habe mit gestern telefoniert. Nur kurze, aber trotzdem. Wir haben darüber gesprochen, dass wir beide sehr müde sind und dass uns irgendwie die Regelmäßigkeit fehlt oder so ein Tagesrhythmus und dass ich teilweise den Tag- und Nachtrhythmus umgedreht habe und also nachts lange auf bin und tagsüber schlafe. Und dass das nicht so gut ist und dass ich ab Montag keine Wiktin mehr nehme und ich hoffe, dass es damit besser wird. Ich habe ziemlich Allergie, also Blütenstauballergie und so. Merke ich auch jetzt gerade, mein Auge brennt und in der Nase läuft. Wie gesagt, heute ist nicht viel passiert. Ich war kurz draußen, aber nicht allzu lange und bin sonst vor dem Computer gesessen und habe überlegt, wohin ich meine Homepage verlagere, weil ich jetzt noch circa 14 Tage Zeit habe. Und dann einen anderen Homepage-Anbieter brauche, weil kostenlose Anbieter sind keine gute Möglichkeit und bei Jimdo und Wix kostet ein Jahresabo von einer mittleren Website mit Blog 180 € für ein Jahr. Und ich finde das halt ziemlich teuer. Also auf ein Jahr gesehen ist es nicht viel, aber ich finde das halt zum auf einmal zahlen ziemlich teuer. Und das ist ziemlich schwierig, wenn das monatlich 20 bis 30 € wären, wäre es mir lieber. Ja. Das ist halt ein großes Problem von mir jetzt, dass ich dafür keinen Ersatz habe. Und das ist im 7.6. ausläuft. Und mir generell für alles Geld fehlt und ich irgendwo nie was ersparen kann, weil ich zu viele Ausgaben habe und zu wenig Einnahmen. Und seit mir der Bezug gekürzt wurde, ist es noch schlechter. Ja, es ist schwierig. Und darüber habe ich mir heute den ganzen Nachmittag den Kopf zerbrochen. Was ich tun könnte, um noch extra Geld zu verdienen. Oder was ich kündigen könnte, um Geld zu sparen und so weiter. Aber ich komme halt auf keine Lösung. Und das ist sehr anstrengend, weil auf einmal zahlen 180 € ist halt fast nicht möglich und genug zur Seite zu legen, um das dann
In 2, 3 Monaten zu zahlen ist auch schwierig. Ja, morgen kommt auch keine Assistentin, weil Sonja schon sehr viele Stunden hat. Und dass etwas schwierig ist mit den, damit sie nicht über die Stunden kommt und genug für Claudia bleibt. Und ja, das ist, beschäftigt mich auch. Und wir haben einen neuen Pool gekauft, weil unserer untenrum Löcher hatte. Aber das sowas zahlt halt mein Vater und der verdient genug und deswegen ist es halt, ja, es sind zwar auch wieder ungeplante Ausgaben, die ins Gewicht fallen, aber ohne Pool ist halt der Sommer bei uns kaum auszuhalten, weil es zu heiß wird. Und obwohl wir mittleres Niederösterreich sind, aber es hat bis zu 40 Grad und ein Freibad oder so gibt es bei uns nicht, außer in Melke. Und da sind die Liegeflächen halt total überlaufen. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt aufsperrt in Corona-Zeiten. Aber da gibt's nicht genug Schatten für mich und es ist immer bummvoll. Und das ist für eine ganze Familie halt schwierig. Wir sind es gewöhnt, einen Pool zu haben und deswegen haben sie jetzt doch wieder Geld daran investiert. Es ist halt momentan viel kompliziert und viel Hin- und Her-Überlegerei und so. Und das macht es nicht unbedingt einfach, weil meine Konzentration auch so schlecht ist. Und ich die ganze Zeit müde bin. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Bis morgen. Gute Nacht. Ciao, eure Ines.